Ja, herzlich willkommen beim FSX mit dem Banshee. Wir stehen heute hier in London, besser gesagt am Flughafen Gatwick und sehen gerade schon die Catering-Fahrzeuge andocken. Wir fliegen heute mit der EasyJet Airline von London nach Stuttgart, also ein relativ kurzer Trip mit einem Airbus A320. Und ja, ich möchte heute eigentlich auch mal ein bisschen darauf eingehen, was ich genau immer so anklicke im Flugzeug. Sprich, wir werden mal so ein bisschen das Startup-Procedure und alle anderen Procedures mal vernünftig durchgehen und ich versuche dazu ein bisschen was zu erklären. Und ja, ich bin natürlich jetzt kein Vollprofi, sodass ich alles wissen kann, aber ich glaube, das meiste und Wichtigste weiß ich und kann ich auch erklären. Und ja, ich würde sagen, wir springen jetzt schon mal direkt ins Cockpit, damit der Catering-Service nicht viel länger warten muss. So, das Cockpit steht schon unter Strom. Die Batterien sind an und unser External Power ist connected und on. Ja, der nächste Schritt ist hier erstmal die eCAM Displays einzuschalten. Also drehe ich hier unten, wie ihr seht, einfach die Rädchen und schon sind die Displays an. Dann gehen wir in das rechte MCDU-Feld, was natürlich eigentlich der Bordcomputer für den Co-Piloten wäre, dient bei diesem Add-on aber einfach dazu, verschiedene Optionen über Aircraft-Status, vorprogrammierte Aircraft-Status einzustellen, hier die Aircraft-Doors zu öffnen, was wir jetzt auch erstmal machen, nämlich die Front-Right-Door und die After-Right-Door, damit der Catering-Service loslegen kann. Ja, dann können wir hier so ein paar Einstellungen für Ground Services vornehmen, Wheel Shock setzen, External Power connecten und sowas. Und noch ein paar andere Optionen. Und außerdem gibt es hier auch eine Checkliste, die wir jetzt aber nicht unbedingt brauchen. Denn ich habe hier eine auf meinem Tablet liegen. Und genau, die gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Und zwar fängt ihr mit der Cockpit Preparation Checklist an. Console und Floor Lights, as required, sind aus, während diese Lichter hier brauchen wir nichts von, oder eben diese Lichter sind diese hier. Brauchen wir aber nicht. Ist hell genug draußen. Primary Flight Display and Navigation Display check. Und zwar müssen wir die jetzt einmal anstellen und dann sind die auch gecheckt. Auch hier einfach an diesen Rädchen drehen. Und schon sind sie an. GPWS testen. Einfach hier einmal gucken, ob die alle auch an sind. Jawohl, sind sie. Barrel Reference müsste ich jetzt einmal mit meinem Add-on Active Sky Next nachgucken. Wir können uns auch einfach mal das ATIS dazu anhören. Welcher Luftdruck nämlich gerade herrscht. Dazu schalte ich erstmal die Radios an und drehe dann. Ups, folgende Frequenz ein, die 122.0. Echo Golf Kilo Kilo Airport Information Kilo 0520 Zulu Weather Wind 000 at 3 Visibility 10 Sky Clear Temperature 9 Dew Point 9 QNH 1018 Advice on initial contact you have information Kilo. Jawohl, und unser Luftdruck war schon richtig eingestellt. 1018, passt also. Barrel Reference ist also set. Flight Director, check on. Left and right is on. ILS as required is off. Navigation Display Mode and Range as required ist soweit auch set. VRR ADF Selector können wir auslassen. Speed Mach ist einmal dashed. Das heißt, wir schalten hier einmal beim Speed-Knopf um auf die Mach-Anzeige und dann wieder zurück auf die Speed-Anzeige. Heading, Vertical Speed und Track FPA. Damit ist hier bei der FCU Heading und Vertical Speed Einstellungen gemeint. Da gucken wir einfach, dass das alles normal ist und wir können schon mal unsere erste Höhe andrehen. Das ist, werden nämlich 4900 Fuß sein. Und zwar fliegen wir nämlich auch ohne ATC. Grund dafür ist einfach, weil mein Add-on dazu, Radar Contact, was ihr aus den letzten Folgen schon kennengelernt habt, die Performance vom FSX doch arg
ja, in den Keller sinken lässt. Und darum fliege ich jetzt einfach mal ohne. Und dazu stelle ich dann als erste Flughöhe 4900 ein und haben wir die erreicht, beziehungsweise sind wir kurz davor, werde ich auch schon unsere Reiseflughöhe eindrehen, weil, wie gesagt, wir fliegen ohne Air Traffic Control. Da können wir tun und lassen, was wir wollen, quasi. Genau, als nächstes schließe ich jetzt erstmal wieder die Türen. Sonst meckert das Add-on GSX hier noch weiter rum. Das muss nicht sein. So. Genau. Altitude Window Set Expected habe ich gerade eingedreht. Standby ASI, Standby Alti und Standby Horizon ist checked. Damit ist das hier gemeint. Unsere Standby-Instrumente. Clock is check and adjusted, das ist hier unsere Uhr. Anti-Skid Nose Wheel is on, checked. Exterior Lights are off, bis auf die Nav and Logo Lights, die sind zu diesem Zeitpunkt schon an, weil, wie gesagt, die Beladung des Flugzeugs hat schon begonnen. Dann haben wir den E-Climb Status Depressed, da müssen wir jetzt einmal schauen. Und zwar, die beiden E-Cam-Displays zeigen natürlich auch eventuelle Fehler an und damit ältere Fehler, die durch das Ausschalten des Aircrafts oder des Flugzeugs ja, normal angezeigt werden, was völlig normal ist, und gelöscht sind und jetzt halt keine Störung verursachen, drücken wir auf den Recall-Button für 3 Sekunden. 1, 2, 3. Genau, Thrust Levers, Check Idle. Jawohl, das sind sie. Engine Master Switches check off, das sind sie auch. Engine Mode Selector check normal, passt. ATC Mode Selector auf XPNDR jetzt stellen, das ist dann der Modus. Da können wir jetzt auch schon mal einfach irgendeine Zahl eingeben. Einfach nur spaßeshalber, brauchen wir nicht, wie gesagt, kein ATC. Daher eigentlich auch nicht notwendig. Parking Brake is on. Strobe Lights on Auto. Jawohl. Cabin Press Landing Elevation Auto. Jawohl. Cabin Press Landing Elevation. Ich weiß gar nicht. Doch, da ist es. Auf Auto. Können wir sowieso bei diesem Add-on nicht umstellen. So. Pack Econ Flow as required. Jawohl, Pack Flow ist normal, alles gut. Der nächste ist Battery Check Charging. Auf 28 Volt sind die voll, das heißt, die sind voll aufgeladen und gehen auch nicht runter. Das passt. Seatbelt Signs on, lasse ich zu diesem Zeitpunkt noch off, weil wir noch gar keine Passagiere an Bord haben. No Smoking Signs to Auto. Jawohl. Cabin, Fuel Pumps gehen an diesem Schritt jetzt alle an. Beziehungsweise nein, noch gar nicht, Entschuldigung. Das Wichtigste haben wir nämlich vergessen. Wir brauchen nämlich erstmal Kerosin im Tank. Und zwar lade ich mir das hiermit über die Optionen hier. Dann habe ich hier mir mit dem kleinen Extra-Programm mit dem Aerosoft Airbus X Fuel Planner, der kommt mit dem Add-on dazu, ein Loadsheet erstellt, den lade ich hier jetzt einfach rein und dann drücke ich hier einfach auf Load Fuel und dann fängt er an, das Flugzeug mit Sprit zu mit Kerosin zu betanken und vorher stelle ich jetzt auch noch gar nicht die Pumps an. Takeoff Data erfüllt, da kommen wir jetzt auch noch gleich einmal ganz genau zu, denn dazu müssen wir den Bordcomputer etwas programmieren, das zeige ich euch gleich. Der nächste Punkt sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. FMGS Inputs checked, keine Ahnung, brauchen wir nicht. Und der nächste Punkt, da werden wir uns jetzt drum kümmern, sobald wir die Passagiere beladen. Flight Plan A und B Pages checked. Genau, den Flight Plan geben wir jetzt gleich ein. Zunächst einmal werde ich aber das ADIRS anschalten. Das ist sowas wie das GPS im Flugzeug. Werde ich alle drei auf NAV stellen und dann immer warten, bis hier dieses On-Bed aus ist. So.
Jawohl, das passt damit. Und dann können wir nämlich hier auch auf unserem Bordcomputer diese Meldung resetten. Einfach hier auf Clear drücken und dann gehe ich hier auf die Init-Page und gebe meine Root Company ein. Echo Golf Kilo Kilo zu Echo Delta Delta Sierra und dann die 01 dahinter. Dauert einen kleinen Moment und zack ist alles geladen. Unser Ausweichflughafen ist Echo Delta Delta Mike, also München, Align IRS, jawohl. Und unsere Flugnummer ist die EasyJet 8523. Kostindex beträgt 12. Und unser Cruise Altitude ist 380, Flight Level 380. Und auf der nächsten Seite müssen wir jetzt nur den Blockfuel eingeben. Und den können wir auch einmal hier nachprüfen. Der Blockfuel ist eigentlich immer nur unser insgesamt geladener Treibstoff, aufgerundet in dem Fall 7.8. Zack, und den Rest berechnet der Computer von selbst. Und der nächste Schritt wäre, auf den Flightplan zu gehen und dann unseren Abflughafen hier oben links zu wählen, auf Departure zu gehen und dann zu sagen, von welcher Startbahn wir starten und über welche Standardabflugroute wir fliegen. Und dazu gucke ich mir jetzt noch einmal den Wetterbericht an bei Active Sky Next. Und zwar Expected Weather Conditions bzw. Expected Winds aus der Richtung 0, also aus Norden, bei 3 Knoten, also fast Windstille, das ist völlig unerheblich für einen Flugzeug bei Start. Das heißt, wir werden von der, ist eigentlich wurscht. Ich überlege gerade, was näher dran ist, da gucke ich einmal gerade schnell auf die Charts mit euch, die habe ich hier. Müssten ganz hinten, müsst irgendwo, oder hier in der Mitte war es doch schon. Genau, wir müssten meines Wissens nach hier beim Pier 2 wo stehen, relativ hier mittig irgendwo. Und es würde Sinn machen, von der 26 links zu starten. Wie gesagt, der Wind kommt sowieso aus Norden, bei 3 Knoten, völlig unerheblich. Oder lassen wir doch mal die 08 rechts nehmen. Das wird schon hinhauen. Genau, klicken wir einfach drauf und dann geben wir den SIT ein. Wie gesagt, das ist diese Standardabflugroute. Und die Abkürzung dafür können wir auch ganz einfach lesen. Und zwar haben wir, sonst Flugplan ist unser erster Wegpunkt Dover. Abgekürzt DVR. So, jetzt können wir es uns ganz leicht machen und Dover suchen. Hier gibt es nur einen. Das heißt, der wird das sein. Wenn es mehrere gibt, guckt man auf den Charts nach. Beziehungsweise man guckt sowieso auf den Charts nach. Aber bei einer Simulation müssen wir nicht ganz zu ordentlich werden. Und dann suchen wir uns einfach bei den SITs, wie gesagt, Dover aus. Und genau. Dover 8 Victor von den Runways 26 Left or Right Departures. Ups, nein, GTA wollte ich nicht schaden, Entschuldigung. So, hier wollte ich einmal zurück. Ach, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich selber verarscht. Dover 8 Mike ist das natürlich. Beziehungsweise Dover to Papa. Genau, da steht es nämlich auch. Runway 08 Right or Left Departures, Dover to Papa or Dover to Whiskey. Unsere einzige Möglichkeit ist Dover to Papa, das heißt, wir wählen das an, inserten das und es wird hundertprozentig passen. Kontrollieren wir auch gleich nochmal auf unserem Flightplan. Jetzt gucke ich nochmal auf unseren Wetterbericht und zwar für Stuttgart. Da können wir nämlich schon mal unsere Standard Anflugroute oder Approach Route auswählen. Die kann sich natürlich während des Flugs ändern, falls sich das Wetter ändert, klar. Aber ich gebe sie trotzdem meistens schon immer ein.
Expected Winds von 3,0 Grad bei 6 Knoten. QNH wird voraussichtlich 1013 sein. Genau, dann gucken wir einfach mal. Stuttgart, Arrival. Was macht Sinn? Run, und zwar ILS 25 macht Sinn. Auch da gucken wir wieder, unser letzter Wegpunkt auf der Flugroute ist Bazo. Auch weil Stuttgart jetzt ein kleiner Flughafen ist, gibt es auch hier nur eine Möglichkeit, nämlich Bazo to Alpha. Wir gucken uns trotzdem einmal auf den Charts nach. Und genau, hier steht Bazo 1 Alpha. Da steht jetzt Bazo 2 Alpha. Warum das jetzt so ist, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Das dürfte keinen großen Unterschied machen. Das wird auf jeden Fall die richtige sein. Ich zeige es euch auch gleich. Und via Bat 25. Inserten, das Ganze kurz warten. Und dann können wir uns einmal hier dieses Display hochholen. Ich schalte beim Navigation Display hier einmal den Modus um. Und dann können wir nämlich kontrollieren. Hier stehen wir derzeit. Dieses gelbe Kreuz sind wir. Hier ist unsere Landebahn, von der wir starten, und da gehen dann unsere Wegpunkte. Die gehen wir jetzt einfach einmal durch. Da seht ihr noch Dover 33, unsere Departure Route, und dann kommt nämlich auch schon hier der Wegpunkt Dover, unser erster. Und dann geht's ganz normal weiter auf unserer Flugstrecke bis zum Punkt Bazo, und von da an haben wir jetzt diese standardisierte Anflugroute. Hier steht auch schon, dass wir da Flight Level 100 sein sollen. Ich glaube, das Plus steht dafür at or above. Wenn mich nicht alles täuscht. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege. Und genau, hier sehen wir dann halt einmal die Anflugroute. Queranflug, Gegenanflug. Und dann der Final Approach, der natürlich bei so einer standardisierten sehr lange ist. Und dann wird gelandet. Das passt alles. Ich stelle einmal kurz diesen Mode hier wieder um. So. Genau, das Flugzeug ist betankt, sehe ich gerade. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt anfangen, die APU zu starten. Ich gucke nochmal gerade ganz schnell auf meine Checkliste. Genau, Final Cockpit Preparation, Takeoff Data, X-Checked and Signed. Brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir gar keinen Co-Piloten haben. MCDU ist Takeoff Configured. Ja. Die Takeoff Configuration machen wir jetzt gleich noch, während die Passagiere laden. Fuel Quantity ist checked. Pre-Flight Briefing ist performed. Brauchen wir halt auch nicht. Cockpit Crew Checklist completed. Ich stelle jetzt die Fuel Pumps an, das was wir hätten eben schon tun sollen. Und werde jetzt auch mal die APU starten. Dazu können wir auch einmal hier auf dem E-Cam kontrollieren, dass die auch vernünftig hochfährt. Das APU-Fenster öffnet sich dann schon ganz automatisch und wir sehen, dass sie langsam hochfährt, und bei 98-99% ist die APU available. Das heißt, sie befeuert uns dann mit Strom und wir können unsere External Power ausschalten und disconnecten lassen und dann auch den APU Bleed mit einschalten, und der bedeutet Folgendes. Und zwar versorgt die Kilo Airport Information Mike 0520. Da habe ich versehentlich die Frequenz umgestellt. Wollte ich nicht. Zurück zur APU Bleed, die bevor Kilo Airport Information November 052. So. Die APU Bleed ist versorgt uns dann mit Frischluft beziehungsweise halt auch der mit entsprechender Temperatur, die wir auch manuell hier einstellen können. Und ich habe das in der Vergangenheit irgendwie so gelernt, wenn ich hier die drei Drehknöpfe für Cockpit, Forward, Cabin und After Cabin 10-mal Richtung Kalt drehe, dann werden die Kabinen genau auf 22 Grad temperatiert. Und das ist, finde ich persönlich, als sehr angenehm. Also machen wir das mal auch mal, Guste. ...7, 8, 9 und 10. Das passt. Und wir sehen, die APU ist available. Das heißt, ich schalte jetzt das APU Bleed mit dazu. Und schalte die External Power aus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und über GSX fange ich jetzt das Boarding an. Request Boarding. Kamerad auch einmal
in die Außenansicht schalten. So. Genau, die Fahrzeuge warten jetzt darauf, dass ich die beiden Türen öffne. Machen wir das doch auch mal. Front Cargo Door. And After Cargo Door. Und die Open Left Door kann ich auch schon öffnen, damit die Passagiere geladen werden. Das Ganze starte ich auch hier. So. Weiter geht's mit der Programmierung. Die Flugroute haben wir komplett eingestellt. Jetzt kommen wir zu der Performance-Page hier. Und das ist jetzt quasi schon die wichtigste Seite gleich am Anfang, nämlich unsere Take-Off-Seite. Wir werden mit Flaps 1 starten. Und einer Trimmung, die gucke ich gerade nochmal nach, von Up 1.2. Up 1.2. Und dadurch ergeben sich dort die folgenden V-Speeds. Die schreibe ich mir jetzt mal nebenbei mit auf. Und zwar haben wir... so. V1.119, V-Rotate 130 und V2 131. Sind ziemlich niedrige Geschwindigkeiten, was aber gar nicht so schlimm ist. Weil die Runway ist auch nicht die allerlängste, aber völlig ausreichend natürlich für einen Airbus A320. genau, und Flex to Temperature 67 degrees ist auch nicht unwichtig, denn, das zeige ich euch hier einmal, gibt es mehrere, oder gibt es eigentlich, ja, zwei Möglichkeiten zu starten, das Flugzeug zu starten gleich, oder zum Abheben zu bringen, und zwar natürlich mit Vollgas, indem wir die Thrust Levers ganz nach vorne hauen, hier zu Toga. Dann geben die Triebwerke volle Kanne Gas, was aber natürlich zum einen Krach macht, zum anderen aber auch deutlich mehr Sprit verbrät. Daher werden die meisten Starts mit einer Flex-to-Temperature-Einstellung. Ich glaube, da geht es um die Abgastemperatur oder sowas. Auf jeden Fall ist das eine verringerte... Ja, ist das halt nicht kein hundertprozentiger Schub dann, sondern etwas verringerter, der aber auch ausreicht zum Starten. Und dadurch wird eben weniger Lärm produziert und weniger Kerosin verbraucht. Und darum geht es den Airlines natürlich, so billig wie möglich das Flugzeug und die Passagiere von A nach B zu bewegen, um dabei höchstmöglichen Profit zu erreichen. Genau. Das passt hier also soweit alles. Wir können, und der Rest, die restlichen Seiten, die Climb Page, die Cruise Page, die Descent Page sind alle automatisch eingestellt vom Computer. Lediglich die Approach Seite müssen wir dann halt während des Approach noch einmal programmieren, während wir da, dann hören wir einfach, wenn wir in der Nähe von Stuttgart sind, das ATIS ab und geben das dann dementsprechend für die Landung schon ein. Die 5000 Fuß kann ich für die Transition Altitude schon eingeben. Genau, weil das ist Standard in Europa, glaube ich. 5000 Fuß wird der Luftdruck von Standard auf den dementsprechenden Luftdruck um den Airport wieder umgestellt. Hier beträgt er im Moment 1018, das hatten wir eben schon mit der ATIS abgehört, und in Stuttgart ist es dann eine andere wahrscheinlich. So, wir warten jetzt noch gerade darauf, bis er hier mit dem Boarding fertig ist. Das könnte ich auch überspringen. Genau, eine Sache habe ich vergessen, nämlich die Emergency Lights zu armen, ganz wichtig. Und wir können jetzt auch die Seatbelts anstellen, das heißt, dass sich alle schon hinsetzen. Und ich werde jetzt hier diesen Schritt einmal überspringen, weil hier bei der Page, das ist etwas unabhängig, GSX ist immer ein bisschen schneller mit der Beladung als quasi diese Option vom Aerosoft A320 Add-on selbst. Das heißt, ich drücke jetzt einmal auf Instant Loading und dann ist das sofort fertig. Genau, gehe jetzt hier wieder auf die Ground Services und disconnecte External Power und die Wheel Chocks. Bei den die Aircraft Doors können wir jetzt auch schließen. Perfekt. Jawohl, da haben wir gerade
unsere Stewardess gehört, dass die Türen geschlossen sind und alle an Bord sind. So, genau. Der nächste Schritt ist, einmal hier bei der FCU drüber gucken. Ja, bei Speed drücke ich noch einmal auf den Knopf, dann ist die Geschwindigkeit auch vom Autopiloten gemanagt. Unsere erste Flughöhe hatten wir ja schon eingegeben, das passt also alles soweit. Das heißt eigentlich, dass wir soweit durch sind. Hier unten gehe ich einmal wieder auf den Flight Plan. Genau, hier ist alles soweit eingestellt und alles normal. Ich werde die Beacon Lights jetzt anstellen. Das sind die rotierenden Lichter ober- und unterhalb des Flugzeugs. Ich zeige es euch einmal fix. Einmal hier. Und einmal hier unten. Damit weiß das Bodenpersonal, dass jetzt gleich die Triebwerke angehen und Vorsicht herrschen sollte. Und das Rauschen, was ihr hört, ist hier hinten die APU. Die sitzt im hinteren Teil des Flugzeugs und macht jetzt gerade diesen Krach. Und damit wir die nicht noch länger laufen lassen, würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem Pushback und dann auch die Triebwerke. Und vorher natürlich noch die Before Start Pushback Checklist, ATC Clearance obtained. Ja, wir haben kein ATC, also passt das schon. Windows and Doors are closed. Startup Pushback Clearance obtained. Ikemimo check on. Parking brake as required, thrust levers idle. APU bleed on. Before Start Checklist complete. Also holen wir uns GSX hier wieder hin und sagen, die Nase muss nach links und das Tail nach right. Und dann geht es jetzt auch gleich jeden Moment los. Ich behalte mir schon mal die Engine Start Checklist bereit. Guck hier noch einmal, ob alles passt. Das sieht gut aus. Ich werde gerade noch mal die Videokamera vor der Cockpit-Tür einschalten. Nur ein nettes Gimmick von dem Add-on. Ja, sehen wir sie. Ja. Und so fährt man eigentlich das Flugzeug im Wesentlichen von selbst hoch. Nichts Besonderes. Jetzt werden wir gerade noch pushbacken und die Engines starten. Und dann wird das für den ersten Teil unserer Reise gewesen sein. Ich denke, ich werde das in drei Teile aufteilen. Hier jetzt quasi die Start-up-Procedures mit Pushback. Dann werden wir das Flugzeug im zweiten Teil starten und auf Reiseflughöhe bringen. Und im dritten Teil werden wir das ganze Ding landen und sichern. Genau, wir können die Parking Brakes releasen. Und wir dürfen unsere Triebwerke starten. Engine Start Checklist, Engine to First. Start, genau, dafür müssen wir den Engine Mode Selector to Ignition. Zack. Engine Start to Master Switch to On. Zack. Und dann kontrollieren wir einmal die Parameter hier. Jetzt zoome ich hier einmal einen Tucken ran. Und dann können wir sehen, einmal hier auf jeweils den rechten Seiten der beiden E-Cams, wie das Triebwerk langsam aber sicher hochfährt. Ich könnte jetzt noch eine andere Checklist rausholen und da steht dann ganz genau, auf was man achten muss, damit das Triebwerk vernünftig hochfährt. Aber solange keine Fehlermeldung großartig erscheint, sollte da auch nichts passieren. Alles dabei sein und auch alles vernünftig sein. Sehen, dass wichtig ist, dass ich N1 hier auf diese 19,2 einpendel nach ein paar Sekunden. Das tut es. Damit ist dann Engine 1 auch stabilized. EGT ist die Abgastemperatur. Die sollte natürlich auch nicht hier im roten Bereich landen. Und ja, alle Werte sehen stabil aus, das heißt, wir können jetzt auch schon Triebwerk Nummer 2 starten. Dazu machen wir das gleiche. Engine Mode Selector ist immer noch auf Ignition Start. Engine Number 1 Start. Engine 1 Master Switch to On. Und auch jetzt kontrollieren wir einmal wieder die Parameter. Diesmal natürlich auf der linken Seite des jeweiligen Displays. Und auch hier ist es wichtig, dass sich alles halbwegs gleichmäßig hochfährt. Jawohl,
Pushback ist schon durch. Parking Brake Set. Genau, und hier pendelt er sich auch wieder auf diese 19,2 ein oder 19,1. Gibt es dann halt auch so einen Richtwert ungefähr. Und genau, jetzt können wir schon die After-Start-Checklist durchnehmen. APU Bleed. Off. Ground Spoilers. Armed. Rudder Trim Zero, da können wir hier einmal resetten, dass das passt. Flaps Lever, Flaps 1. Pitch Trim. Hatten wir gesagt, 1.2 ab, genau. Können wir auch hier einmal gucken, Pitch Trim. Einmal zu 1.2 ab. Zack. Engine Anti-Ice and Wing Anti-Ice as required is off. Brauchen wir nichts von. Ist warm genug. Ecam Door Page Depress, also müssen wir die einmal kontrollieren. Alles zu. Ecam Status checked. APU Master Switch off. Ground Crew Clearance received. After Start Checklist completed. Jawohl. Und der nächste Schritt ist dann ja, das Rollen zur Startbahn. Und das machen wir im zweiten Video. Und dann bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Haut rein, macht's gut. Euer Banshee. Ciao.